Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen. Habt ihr schon mal Minecraft durchgespielt, aber ein schwarzes Loch hat euch verfolgt? Nein, das habt ihr aber schon mal bei mir gesehen, nur dieses Mal ist es ein bisschen anders, denn dieses schwarze Loch hat keine feste maximale Größe. Normalerweise schon, aber wir haben es umprogrammiert. Wir haben die Größe auf 2000 Blöcke erhöht. Mitarbeiter aus dem Militski. Moinski! Damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel 2000 Blöcke sind, ich würde schätzen, dass es von... Das kann man gar nicht sehen, das ist viel, das ist mehr als alles, was ich hier sehen kann. Alles, was ich hier sehen kann, sind, würde ich schätzen, 300 Blöcke. Würde ich mal so pauschal schätzen, ungefähr. Also Radius halt, ne? So, das wird sehr OP. Dazu muss ich noch einen kleinen Befehl eingeben, dann beginnt das Ganze und wir spawnen das schwarze Loch. Da ist es. Jetzt ist es natürlich noch sehr klein, es wächst. Lasst ein Like da. Für jeden Like wächst das Ding. Es wächst auch so. Aber ich würde mich trotzdem über... Oh, die ersten Blöcke werden schon... Das hat auch eine Sogkraft. Also man wird dran gesogen. Seht ihr das? Ich drücke gerade nichts. So ein bisschen. Und sobald man es berührt, ist man dood. Blöcke werden auch rangesogen. Blöcke auch. Alles. Entities die auch. Die ganze Welt wird hier eigentlich quasi zerstört gerade. Das heißt, wir sollten uns... Mega. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Das ist eine Sache, die... habe ich mir gerade schon überlegt. Und den Eisengolem schnell killen. Weil der wird bald eingesogen. Und dann aber kein Eisen. Das ist nämlich hier ein bisschen schwierig, so Minecraft durchzuspielen. Wir haben, das ist auch schneller. Also das verfolgt dich auch. Das wächst nicht nur, das verfolgt dich auch. Wollte ich noch irgendwas sagen? Was wollte ich noch sagen? Irgendwas? Elina, bist du verrückt? Als ob das auch geht. Alter, so outplayed, Elina. Smart, oder? Das ist wirklich smart. Jetzt muss man nur hoffen, dass der 3 droppt, der Gönner, ey. Gott, ich sehe da links das schwarze Loch. Es kommt langsam auf uns zu. Ich droppte schon mal die Hälfte am Brett. Oh. 3, das sind 3? Das sind sowas von 3. Okay, warte, nicer, hier. Hälfte nicer. Vom Brot, Hälfte vom Brot liegt. Wir machen uns einen Eimer. So, schnappen uns direkt Water. Be water, my friend. So, wir haben Essen, wir haben Wasser. Wir können eigentlich hier los. Haben wir noch Kisten, die wir looten können oder so? Puff. Ja. Ja, leider ist da irgendwie immer noch Müll drin. Oh, hier ist eine Kiste. Brot und Kaktus. Ja, da sind immer noch Kacke drin, ey. Wo ist denn das schwarze Loch? Das ist da schon, erinnert ihr euch, wie groß das war, als wir begonnen haben? Das ist schon doppelt so groß, würde ich sagen. Es wächst, guck mal, man sieht. Das bewegt sich natürlich auch, aber es ist auch... Es wächst auch, aber langsam. Es wächst langsam. Ach genau, das wollte ich noch sagen. Das Wachstum ist exponentiell. Das bedeutet, falls ihr noch keine Mathe-Experten seid, so wie Dr. Mathe, das wird immer schneller. Am Anfang wächst es sehr leicht, nur ein bisschen. Ne? Aber je größer das schon ist, desto... Vierer Zuckerrohr, ja moin. Desto heftiger wächst das auch. Das heißt, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aktuell haben wir noch eine chillige Zeit, das wird sich aber sehr schnell ändern. Wir brauchen Eisen und einen Lavasee. Also eigentlich okay, primär. Lass mal da drüben hin. Da drüben ist Steinerinio. Eisenspitzhacke, Steinzeit. Dann brauchen wir eine Axt. Das heißt nochmal. Eisenspitzhacke? Ja. Was geht denn bei dir? Du hast schon. Ach, ich meine doch Stein. Ich meine Stein. Ach so, aber. Ach so, ja, okay. Aber hast du auch Wasser? Ich habe schon Wassereimer, ja. Wow, hier ist ein Ozelot. Keine Katze. Alter Elida, wen juckt das? Ey, ein ertrunkener Mann, was machst denn du hier? Das war mein Villager. Jo, du hast eine Eisenachse, oder was? Hä, nein, das ist immer noch eine Steinachse. Hey, das sieht alles immer so wie Eisen aus. Ich bin voll verwirrt irgendwie. So, Axtspitzhacke. Oh, ich sehe es. Es ist größer. Es ist safe größer geworden. Und ja, es verfolgt uns. Aber ich glaube... Wir haben aber noch Zeit. Hier finden wir keinen Lavasee. Wir brauchen jetzt direkt als nächstes quasi... Na gut, die Frage ist, verfolgt uns das mit in die Hülle, Hülle, Hülle? Oder, ja, wie funktioniert das? Also es bleibt, glaube ich... Ja, es bleibt einfach am Portal stehen, dann wieder zurück, dann sind wir tot. Ach, in die Hölle. Ach, ich dachte in eine Höhle. Nina, wo bist du schon wieder hingerannt? Bin hinter dir, ich weiß ganz genau, wo du bist. Echt jetzt? Bist du der Ertrunkene etwa? Hast du hier Shapeshifter wieder gemacht, die Mod? Okay. Oh, Alter, habe ich einen Ey, Eisen! Nice! Oh mein Gott, Ehrencreeper einfach. Ich habe so einen Herzinfarkt gekriegt. Ich bin doch auch nicht mehr der Jüngste, ey. Wenn der Leute sowas noch dreimal passiert, Leute, dann war es das mit. Dann bin ich Dr. Dead. Wir haben auf jeden Fall Kies. Da können wir schon mal uns einen Feuerstein genehmigen. Oder auch nicht. Weil das nichts. Oh, doch, da ist es. So, daraus machen wir mal Steine. Dann nehmen wir die hier zum. Nehmen wir die hier auch zum Baum. Ich hab Bambus. Bambule. Bambule. Wir gehen hoch. Siehst du was vom Sch. Hey. Puh.
Boom. Boom. Siehst du was vom Schwarzen Loch? Nein. Oder? Ich sehe dich. Ich habe dich gesehen. Ah, doch. Ich sehe es. Boah, das Ding ist schon dicker Oschi geworden, ne? Wir sind ja hier noch im Anfang. Ich muss mir das mal von der Nähe betrachten hier, Leute. Ich gehe mal zurück kurz. Vielleicht ein Boot. Ein Boot wäre hier tatsächlich eine geile Sache. Deswegen mache ich mir das jetzt auch. So. Wir haben ein Boot. Bist herzlich eingeladen auf einer Boots-Tour, Elina. Nee, ich brate hier mir erstmal. Durch die Spree in. Warum bin ich so langsam mit dem Boot? Ist das ein Backrad? War das nicht so, dass man manchmal sau langsam ist? Obwohl ja, aber warum? Warum ich so langsam? Hat das was mit dem Schwarzen Loch zu tun? Nee, eigentlich nicht. Nee, manchmal backt das, glaube ich, rum nur so komisch. Das ist ja mega sinnlos, Elina. Ich bin übel arm. Das ist schon ein wirklich großes Teil. Guckt euch das mal an hier. Und sobald ich es berühren würde, wäre ich tot. Was denn? Ich bin hier in Sicherheit. Gar kein Problem. Aber lahm ist es, ey. Hoch. Aber wie schnell wächst... Ich höre Lava. Lava blubbert. Ach nee. Stimmt. Warte. Lava blubbert. Zack, zack. Ja, ich höre hier Lava. Aber hier ist das schwarze Loch. Oder blubbert der das schwarze Loch? Lava blubbert hier. Hey, ich höre das voll laut, Alter. Das muss genau hier drunter sein. Oh, hier ist es. Ja, Mann, ich hab's kaputt gemacht. Nein. Hier ist noch Lava, Elina. Okay, ich komme. Ich komme das angesprintet. Das muss ein Speedrun jetzt sein. Hier ist das schwarze Loch auch direkt. Das schaffen wir niemals, Elina. Ich sag's, wie es ist. Wo, du bist beim schwarzen Loch gerade, ne? Hast du einen Eimer? Ja, bin gerade auch schon dabei zu gießen. Lol, hier ist ein Zombie in deinem Boot drin. Ein Baby-Zombie. Das sieht ja wild aus. Deswegen war das so langsam. Alter, wir schaffen das? I don't know. So, wir gießen jetzt hier Wasser runter. So. Zack. 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 Jetzt muss hier der Block weg. Ah, nein, das ist der falsche. Oh, Spitzhacke. Ich werde da doch ran... Werde ich jetzt rangesungen oder ist das das Wasser? So, Hammer. Zack. Dann hier. Das muss jetzt erstmal abgebaut werden, Leute. Das macht mich ja sonst mutig. Ich bin gerade beim schwarzen Loch. Wo bist du? Ich bin unten, hier ohne. Unterm schwarzen Loch? Ja. Ach, ich sehe dich jetzt. Oh mein Gott. Oh, nein, 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 nein. Elina hat es erwischt, Leute, vom schwarzen Loch. Oh, ich werde auch nach oben gesogen. Oh je, Mini. Jetzt bau das doch ab, ey, los. Wir müssen das machen, Alter. Oh nein, ich werde so rangesogen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, oh. Jetzt seht ihr vielleicht, was ich meinte. Es wächst extrem schnell. Also die Erde, also ich glaube, das würde man sowieso nicht schaffen, Minecraft so mit dieser Konfiguration durchzuspielen, weil, naja. Irgendwann mal sind alle Fortress, alle Strongholds. Ich meine, das geht ja jetzt. Die Portale sind weg. Überlegt, ne? Wie viel hatten wir? 3000 hatten wir gesagt, oder? An Blöcken. Oh, ich hatte angesogen. Das sind jetzt, ich würde schätzen, 15, 20. Das ist nix. Das ist sowas von nix. Und ich werde hier so rangezogen. Ich bin richtig langsam. Okay, Lina. Vierer Zuckerrohr. Sie finde ich eigentlich dauernd Vierer Zuckerrohr. Ich dachte, die sind voll selten. Ja, bei diesem Mesa-Biom, da muss doch safe Lava sein. Soll ich mal versuchen? Wenn du mir zeigst, wie man... Lass das Duel machen. Wir machen das schnellste Portal, was es je gab. Ich gieße. Also du musst das bauen. Das kann ich nämlich nicht. Du musst das bauen mit diesem... hochbauen, wo ich dann oben das Wasser dran platziere. Das kann ich nicht. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe schon den ersten Block Ach, du heilige Scheiße, Elina. Wir haben aber auch nicht... wir haben nicht mehr viel Zeit. Der erste Block ist schon platziert. Ich bin total ready. Wo warst bist denn du jetzt genau? Ich bin einfach nur den Berg... ich habe dich doch hier gesehen. Bin einfach nur gerade ausgelaufen. Ah, hier. Ich habe die... Ist das dieselbe Lava-Quelle, wie du hast? Ich habe eine andere, Elina. Nee. Ich habe eine andere. Los. Oh. Hier ist das nicht? Ah, nee, warte. So, ne? Und jetzt... Elina. Ja, genau. Genau. Jetzt bau das Ding. Das da unten? Nein, du musst das bauen, Elina. Das da unten muss doch noch mit Lava. Ja, bau doch das jetzt mal. Das kann ich. So, gesaved. Okay. Jetzt bau. Du hast nicht gebaut. Ja, aber du, weil du das eine nicht gemacht hast. Jetzt muss ich hier, ne? Boah, yep. Das war übel knapp, Elina. Fertig!
Alter, war das ein Weltrekord. 33 Sekunden. Ho, Junge, ich bin Pro-Gamer. 33 Sekunden. Das musst du erst mal schaffen. Wupp. Ja, aber wir zusammen. Nur zusammen sind wir eine Macht. 33 ja, ist schon. Noch, man kann nur noch schneller. Oh mein Gott, das Ding kommt schon. Schneller rein. Ich spüre es schon, ich werde reingesogen. Ich sag ja, gut, mal, wenn du wirklich krank schnell bist, schaffst du wahrscheinlich so 20 oder so. Viel schneller wird aber. Aber du hast wie Usain Bolt, hast du das einfach. Das war echt schnell. Oh Gott, hier ist Lava. Hast du einfach. Oh Gott. Ja, ich kann dich nicht löschen, ne? Was essen? Ah. Ja. Überlebst du das? Ja, wenn ich nicht 3000 Jahre brenne. Hat er, wieso breitet sich hier die Lava so aus? Pass auf! Das ja. Breitet sich, ja, wir hängen hier fest. Kommt jetzt hier das schwarze Loch auch? Das ist eine Sache, die ich noch nicht ganz gerafft habe. Ich glaube nicht. Hier sind wir safe, sagst du? Ja, safe zone. Ach, wahrscheinlich wird das die passenden Koordinaten an der Oberfläche abgeistern. Und sobald wir durchs Portal zurückgehen, werden wir gespawntrapped. Ja, aber dann lass nochmal zurückgehen, weil ich will jetzt hier gar nicht groß erkunden. Ich will ja sehen, wie groß das schwarze Loch wird. Okay. Aber das ist ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold, dafür ist Zeit. Oh, bitte nicht hauen, ich habe zwei Herzen, ey. Zack. Meinst du, wir können noch zurückgehen oder ist schon zu spät? Ich glaube, wir können noch, wenn wir richtig schnell sind. Du gehst vor. Vor, Alter. Okay. Warte. Oh Gott, das ist schwer. Okay, Elina. Viel Glück. Okay. Komm mal vor wie bei so einer Space-Mission. Viel Glück, Elina. Auf den Weg. Okay. Alles klar? Oh mein Gott! Ich werde weggesogen wie so ein Sogmakrele. Ich gehe davon aus, dass damit nicht alles safe ist. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich hänge hier fest. Oh, mein Minecraft schmiert ab. Leute, wir haben ein Problem. Du müsstest das weglocken. Ah ja. Warte. Nee, warte. Wenn ich sterbe, spawne ich am Spawnpunkt. Das wär's, da bin ich ein Safe. Aber der Spawnpunkt ist, glaube ich, gelöscht. Das ist so groß. Nein, safe nicht. Das ist so groß. Weißt du, wie weit das weg ist vom Spawnpunkt? Never. Inzwischen hat das schwarze Loch eine stattliche Größe erreicht von. Na, wie viele Blöcke werden das sein, Edina? Fuffer? Ein Fuffer? Fuffer? Ein Fuffer? Ein Fuffi? Ich habe da echt kein Gefühl mehr für. Doch, das ist ein 50er. Aber die Reichweite ist viel krasser. Guck mal, hier werden Blöcke raus. Ich werde auch hier rangezogen. Oh, ja, auch das war schon okay, perfekt. Mein halber Schreibtisch schwimmt. Spaß. Das war auch der schwarze Loch, ey. Vor allem, das wird jetzt, wie ihr unschwer erkennen könnt, am Anfang ist das ja noch sehr langsam gewachsen, aber wir sollten noch ein bisschen Sicherheitsabstand halten hier. Du musst nicht springen. Den Tipp hast du mir zwar gesagt. ich glaube ihn jetzt. Das Ding ist halt, ja, wenn man springt, dann zieht es einen stärker ran. Das heißt, irgendwann wird man auf das Problem stoßen, dass zum Beispiel, wenn man hier steht, da nicht mehr hochspringen kann. Ja. Weil das einen zu heftig ranzieht. Und dann stirbt man. Kann ich euch das zeigen? Pyramide. Hier, pass auf, so. Ja, hier geht's nicht mehr. Ah, doch, da geht's noch. Ich muss ein bisschen näher kommen, aber gerade. Oh Gott, das ist ein Zweierloch, Elina. Ich bin, glaube ich, weg. Oh, ja, jetzt geht's nicht mehr. Scheiße, Elina. Oh, doch, es ging gerade noch so. Aber ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Oh, wir machen mal lieber hier die Biege. Es wird halt. Alter. Das ist. Mein Gott, ey. Das sieht aus, wie als wenn ich so einfach Texture Pack irgendwie den Himmel ausgetauscht hätte. Oder so. Ist ja so krank. Okay, wo ist die Pyramide? Da. Ich komme auch zur Pyramide, Elina. Siehst du mich? Nee, aber ich sehe die Pyramide. Ich habe hier so eine kranke Sicht. Ich habe die hochgestellt, damit man das schwarze Loch besser sieht. Ich höre Rabbit Hops, Footsteps. Ich höre auch Schritte, meine eigenen. Den Tee muss ich mitnehmen. Oh, Sattel mitnehmen. Elina, haben wir gelernt. Für Strider. Sattel echt, eigentlich OP für Strider. Nimmt aber niemand mit. Guten Tag, okay. Elina. Jetzt wird es schwierig, Ben hier rauszukommen. Scheiße. Das ist sehr schwer. Hast du mir das nicht sagen können, bevor ich hier runtergesprungen bin? Ja. Denkst du, dass es schwer wird? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Ich werde hier ja schon rangezoomt. Ja, aber man kommt hier, glaube ich, noch easy. Ja, moin. Es laggt auch, weil das so groß ist. Ja, es laggt übel. Alter, ja, wie es laggt. Ja, weil es 1000 Blöcke einsammelt oder so. Zeig mal, ich will es sehen. Ja, wo ist es denn? Ach, da. Alter. Das ist riesig. Aua. Oh, ich werde jetzt schon reingezoomt. Boah, es ist übel am Laggen. Leute, denkt ihr, man kann so Minecraft durchspielen? Dann könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Oh, wie es laggt. 10 FPS. Ahoi. Ahoi, ahoi. Ja, das ist, glaube ich, wegen des Sands. Ich glaube, deswegen laggt es so. Ich komme auch nicht mehr. Wiederschauen. Und
Alter, das ist so riesig. Das ist größer als die Wolken, hä? Ich komme auch nicht mehr weg. Boah, es ist so am Lenken. Ja, okay, na, mich wird es jetzt auch erwischen. Boah, was für ein Speed das hat. Boah, je näher man rankommt, desto heftiger saugt es auch, ne? Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Oh, man sollte nicht zu nah an dieses Ding, das leckt ja krank. Abonniert meinen Kanal auf jeden Fall, lasst ein Like da und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.